Ist die eine Spinne? What the fuck? Ich hasse Spinnen. Alter, wie hässlich. Ich hab's gerade noch gesagt. Das ist eine fucking Falle. Was soll ich denn machen, bitte? Ich weiß nicht, was ich machen soll. So, da lang. Oder? Nicht? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Da geht's doch lang. Ich seh's doch. I don't know. Was muss ich machen? Ich check's nicht. No way. Können wir irgendwas zusammen machen? Nee. Da geht's ja lang da hinten. Ich sehe es ja. Die müssen hier da irgendwie das Loch rein. Es gibt auch keine Hinweise. Beine ausreißen. Shit. Das war's. Los, komm. Wahrscheinlich ist es schon zu oft getroffen worden. Dass wir das überleben. Komm.
Irgendwann muss Schluss sein. Gleich haben wir's, gleich haben wir's. Das letzte Bein wahrscheinlich. No! Shit. Sadita! Mies. Afia. Naja. Wade. Hatia. Tarida. Amarabi. Aber ist das nicht der Baum, den wir suchen? Naja. Komm schon, das schaffst du noch bis dahin. Jetzt muss es schnell gehen. Bevor uns er auch noch wegstirbt. Ich weiß immer noch nicht genau, was wir hier überhaupt machen sollen und müssen. Wahrscheinlich entweder eine Frucht ernten, Saft abzapfen, so das Typische, was man so kennt aus Geschichten und Filmen. Aber werden wir das schaffen? Ist.
Jetzt haben wir den Saft. Und kümmern wir uns erstmal jetzt um unseren Bruder. Wir hoffen, dass es ihm dann wieder gut geht. Und zumindest besser. Wenn es nicht schon zu spät ist. Naja. Shit. Sieht fast so aus. Hanno. Naja. Taliaba. Was für ein Plot-Twist. Was für eine Geschichte. Was für ein tragischer, mieser Tod. Wir haben die... diese Hexe, diese Spinne. Ich möchte ihr gar nicht sagen, was ich sagen will. Gerettet. Das ist der Dank. Hat uns unseren Bruder genommen. Das wäre so nicht nötig gewesen. Yeah.
Rest in peace. Da ist es. Unser Zuhause. So, endlich zu Hause nach dieser langen Reise. Mal schauen, wie es unserem Vater geht. Ich hoffe, er lebt noch. Denn die Stimmung ist gerade ziemlich düster hier irgendwie. Soll ich nicht weiterlaufen? Ich verstehe gar nicht, was wir machen müssen.
So. Das ist die Kraft des Brunnens. Der will verschwinden. Wahrscheinlich soll uns das zeigen, dass wir einfach an uns glauben müssen. Denk ich mal. Nach Hause. Ein langer Weg haben wir hinter uns. Okay, hier können wir nichts machen. Das ist gerade der Mutter. Ich möchte kurz was schauen, ob wir da irgendwie was machen können. Aber leider ist das nicht der Fall. Dann gehen wir jetzt weiter nach rechts. Mein Gamepad vibriert die ganze Zeit mit dem Herzschlag im Hintergrund. Du schaffst es. Sehr gut. Wir müssen bloß an uns glauben. Dann können wir alles schaffen. Wow, okay. Nice. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Unser Vater. Baba. Abi. Heno. Sag mir bitte, dass er wenigstens überlebt. Denn mehr können wir nicht aushalten. Ist der nächste Tag, wie es aussieht, hat unser Vater nun überlebt, oder ist er auch von uns gegangen? Das ist die große Frage. Da steht jemand am Grab der Mutter. Ist das unser Vater? Da steht. Sieht so aus. Neben dem zweiten Grab des Sohnes. Gewissermaßen ist es ja eigentlich auch ein Happy End. Aber mit einem großen Opfer. Um dem Vater zu helfen und ihn zu retten, musste unser Bruder sterben. War es das wirklich wert?
kann ich nicht sagen. Zuerst die Mutter, die im Wasser ertrunken ist. Und jetzt das. Die Familie zerbricht. Zuerst verlieren wir unsere Mutter. Dann liegt unser Vater fast im Sterben wegen einer Krankheit. Dann stirbt auf eine grausame Weise unser Bruder und Sohn des Vaters. Echt traurig. Aber trotz all dem empfehle ich euch, das Spiel zu spielen, da wirklich trotzdem eine schöne Story eigentlich, auch wenn es wirklich traurig ist. Und die Musik hat das Ganze wirklich sehr schön unterlegt. Die Steuerung war manchmal ziemlich weird und habe ich nicht so recht verstanden, aber trotzdem war es das wert. Alles Wichtige dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und damit war's das hier von Brothers, The Tale of Two Sons. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einem anderen Let's Play. Haut rein. Tschüss.